Servus Leute, zurück zu Let's Play King's Bounty 2. Wir sind endlich in der Zaubermanufaktur, in der verfluchten Zaubermanufaktur angelangt. Dadurch, dass wir uns gegen die Magier gestellt haben, haben wir uns hier Schmuggler reingebracht. Und jetzt haben wir hier ein paar Dinge zu erledigen. Wir sehen auch hier, hier ist einiges, was wir begehen können, dort hinten aber anscheinend nicht. Ich weiß nicht, ob das noch kommt oder es ist auf jeden Fall noch verdorbener. Als es jetzt schon ist. Hier gibt es auf jeden Fall Dinge. Ein Buch. Über König Maximus' Kriege, Herrn Renalds tapfere Tat. Nachdem er von gezwungen hat, richtete sie. Nagaya. Seit uralten Zeiten stellte diese Flut eine Bedrohung für die Monarchen von Nostria dar. Über den einst unbezwingbaren Drachenclan lauerte dort eine finstere Macht. Die unsterblichen Tausend. Eine unheilige Legion der Untoten, die nach der Wiederauferstehung auf magische Weise bei Verstand blieben, schmiedeten Pläne zur Eroberung Nostrias und der anderen Lande der Menschen. Oh, die würde ich mal näher kennenlernen, gerne. Nur wenn das Tag bereist, Baron Dupont, meine Gedanken verzehren sich nach ihm. Ist das wichtig? Oh, Sammlung, Tagebücher. Oh shit, hätte ich vielleicht doch lesen sollen. Tagebücher der Kultisten. So, wir sind hier in einem verdorbenen Ort. Oh, meine Geliebte, mein Verstand, meine Seele sind aufgerüstet. In der Zauber, es war entsetzlich, zusätzlich um uns vorzufassen. Das Ritual der Eintracht ist nicht im geringsten so, wie Duponts trügerische Kameraden es beschrieben hatten. Außerweltliche Geister greifen Besitz der Körper. Leute verwandeln sich in Bestien, schlimmer noch als Bestien. Dein Tee. Okay, vor mir ist eine Barriere. Lasst mich raus! This isn't the maid factory, but a crypt stinking of decay. Lasst mich raus! Zaubermanufaktur, aktuell erste Ausgabe. In diesem Monat beginnt unsere ruhmreiche Zaubermanufaktur mit der Produktion magischer Gegenstände. Dies geschieht auf persönlichen Auftrag unseres Gilbiten Prinz Adrian. Unsere Glasmesserwerkstatt hat 6 extra große Mana-Krüge aus verzaubertem Quarz hergestellt. Dies wäre ohne die unschätzbar wertvolle Unterstützung Meister Normans aus der Schmiede nicht möglich gewesen. Er schmiedete die Fassung und Nieten. Fassungen und Nieten zur Herstellung dieser Krüge höchstpersönlich. Normans Gemahlin Lindsay verzierte die Krüge nach fremdländischer Art mit Darstellungen von Jagdszenen unseres Königsvaters. Für diese Errungenschaft wurde der Zaubermanufaktur eine königliche Belohnung in Form 3er Fässer überreicht. Fässer gefüllt mit exzellenten Portwein aus den königlichen Kellereien. Lang lebe die Zaubermanufaktur und ihre Meister. Okay. Ja. Kann ich jetzt nicht hier raus. Wahrscheinlich hätte ich denen geholfen, dann hätte ich hier durchgekommen. Wäre ich hier durchgekommen, ja. Hier ist irgendwo eine Schriftrolle. Die Schriftrolle ist sehr nah. Und doch so fern, scheinbar. Vielleicht dort oben irgendwo? Die Frage ist, komme ich hier einfach wieder raus? Ah, scheinbar ja. Teste es einfach mal. Ja, ich komme hier einfach wieder raus. Maske des tanzenden Gottes. Ist das ein Item? Nee. Nur ein Wertgegenstand. Schwach. Okay, durch diese Tür kommt man hier rein oder raus. Wo bin ich hier? Was ist mit den Magiern dort oben jetzt? War ich hier schon? Hier oben waren Magier. Tja. Hier oben. Oh, der ist noch da. Keeping this portal open. You can observe the mage factory from here, yes? Seen anything in- We have.
For that, I can hurry up and use the portal, or you'll have to warp. Okay, der hat gar nicht gecheckt, dass es sich erledigt hat, sozusagen. Interessant. Mehr als interessant. Moment, Moment. Nee, hä? Ach so, da... Ah, hier kam man nicht vorbei. Hm, ich erinnere mich. Da war, glaube ich, auch sowas wie eine Barriere. Da unten ist irgendwas. Ein Buch. Da unten ist eine Ruine. Ah, neue Gebiete, aber ich komme da noch nicht hin. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Der, genau, wir sind hier rauf und stimmt, da war eine Barriere. Beziehungsweise, da waren Golems gestanden, glaube ich. Gegen die haben wir gekämpft und dann sind wir durch. Ah, ich habe aber keine Ghule mehr, die sind draufgegangen da. Dabei. Dabei sind meine Ghule draufgegangen, deswegen habe ich meine Skelette wieder in der Armee. Vorerst. Kannst du ja irgendwann wiederholen. So, eine Schriftrolle ist vor mir. Nein, das nicht. Das ist anderes Zeug. Puh, wo fangen wir an? Ja, ich glaube, ich gehe erstmal in die Richtung. Das sieht wirklich aus wie bei Dark Souls. Auch wenn ich es nie gespielt habe und vermute, ich weiß nicht, ob ich es jemals spielen werde. Ich glaube nicht. Das ist kein Spiel. Magic? No. Was war das für ein... Jetzt wird es langsam creepy hier. Das ist kein schönes, buntes Spiel mehr, wie es sein sollte. War hier was? Nein, hier war nichts. Okay. Schriftrolle. Lovendas Tagebuch, zweiter Eintrag. Wann hat all das begonnen? Man versammelte uns im Gans. Es war ein Ort für jene, die etwas anderes wollten als bloß Schnaps und Glücksspiel. Einige aus der Zaubermanufaktur lasen, während sich einige andere sogar für den Zauber der Worte interessierten. Talentierte Techniker mit der Seele eines Dichters. Das waren wunderbare Abende. Wir lasen, wir diskutierten, wir spielten Musik. Ich erinnere mich nicht mehr, wer das erste Mal die Eintracht erwähnte. Lindsay, denke ich. Was soll das sein? Eine Gemeinschaft von Leuten? Eine spirituelle... Lindsay war doch die Frau von Norman, oder? Eine spirituelle Lehre? Eine neue Art der Magie? Es war verwirrend, aber auch faszinierend. Lindsay, Normans Gemahlin, genau, hatte Dupont und seine Männer eingeladen. Sie lud uns alle dazu ein, ebenfalls teilzunehmen. Alle, die das Gans regelmäßig besuchten. Wir dachten, die Eintracht würde die Ankunft einer neuen Magie bedeuten. Einer Magie, welche die Welt säubern und allen das geben könnte, wonach ihnen der Wunsch stünde. Vielleicht habe ich all das falsch verstanden. Okay, jetzt erfahren wir wenigstens, was hier wirklich passiert ist. Witwenkuss. Ah, da haben wir dieses Gift, nach dem gesucht wurde. Was ist das? Hm, might be handy. Eine Eisenstange. This is Widow's Kiss. The color is so vibrant. I wonder how Palatinus intends to destroy it. Okay, wir bringen es ihn mal auf jeden Fall zurück. Auch wenn es eigentlich offen aussieht und das sehr beunruhigend sein müsste. Oh, ich habe ja Talentpunkte. Das bedeutet hier... Nein, geht nicht. Aber da könnte ich... ich könnte mehr Zauberkraft generieren. Andererseits brauche ich viel für auch viele Punkte. Und das ist sehr wichtig. Zwei Zauber würden das Spiel deutlich verändern. Wenn ich zweimal hintereinander zaubern könnte, wäre es so ein mächtiger Schlag. Für jeden Gegner. Oder gegen jeden Gegner. Irgendwas wollte ich schauen. Jetzt habe ich es vergessen. Lovendas Tagebuch, dritter Eintrag. Die genauen Details sind nach allem, was passiert ist, wie ein ungeordneter Haufen. Und es ist niemand mehr da, um Dinge klarzustellen. Wie bitterer Geschmack. Dupont gab sich einige Male bei uns die Ehre und schrieb mehrere Briefe an unsere Versammlung. Wie faszinierend er anfangs war. Ihr, meine Freunde, seid besondere Menschen. Ihr kennt die Schönheit und akzeptiert die Wahrheit, so sprach er. Wir waren stolz darauf, etwas Besonderes zu sein, wie Waisenkinder, denen man ein gebrauchtes Hemd schenkte. Unruhig erwarteten wir den Tag des Rituals, wenn die Eintracht sich zeigen würde. Sie sollte uns verbinden, unseren Verstand, unsere Herzen, unsere Seelen füreinander und für die Welt öffnen. Ist das nicht wahre Poesie? Wie konnte ich nur auf solchen Mumpitz hereinfallen? Okay, das Tagebuch wurde danach geschrieben, so wie es aussieht. Okay.
Okay. Ein kleines Rätsel. Minimales Rätsel. Talisman von Eis und Stein. Wahrheitsbrille. Jede Menge Geld. Der Talisman ist aber kein Ei. Doch, der. Oh, hallo. Eis und Stein, ja. Ist leider die falsche Magie. Eisschaden stärken. Creepy hier alles. Aber bisher nichts Boshaftes. Okay, das war hier alles. Zumindest hier geht's nicht weiter. Und hier hat mich bisher auch nichts erwartet. Nichts Gefährliches. Der Dude steht immer noch da, als obwohl er weggehen wollte. Ja, dann geh doch einfach. Ich brauche dich nicht mehr. Du bist ausgedient. Wir gehen nach unten. The echo of a disaster. Geil. Jetzt wird's ein Horrorspiel, oder wie? The Echo of a Disaster. Run! Quick! Wächter-Golems. Huch! Ein tödlicher Feind. Moment, ist tödlich schlechter als unbesiegbar? Wächter-Golems. Und was ist das? Eisen-Golems, Eisen-Golems. Sehr viele Golems. Golems sind echt schwere Gegner. Aber es sind nur Golems. Ich muss da durch. Oh nein, das sind Fernkämpfer, Wächter-Golems. Moment, das sind Fernkämpfer. Oh, ich brauche dann Wächter-Golems. Schwierig, schwierig. Sehr schwierig alles. Ach du Schande, das sind Fernkämpfer alles. Okay, ich sehe ein, was das Problem hier ist. Verwirrung. Probieren wir es mit Verwirrung. Na, wenigstens können wir sie mit Fernkämpfen. Mit Fernkämpfern angreifen. Viel Schaden macht es trotzdem nicht. Jetzt bin ich gespannt. Okay, die haben auch noch so einen Mörserangriff. Ekelig. Oh, Moment, da ist einer gestorben. Das ist dann okay. Moment, der andere. Ist der andere gerade gestorben? Das ist gut. Magie macht denen anscheinend ordentlich Schaden. Ey, könnt ihr mal aufhören, meine Geister anzugreifen? Die haben ja doch gar nichts getan. Rückzug. Schlecht. Gegen die Fernkämpfer einzusetzen ist sehr schlecht. Ja, nein. Ja, vielleicht. Noch nicht. Noch nicht. Nächsten Zug erst. So, das will ich sehen. Ihr habt zu denen auf jeden Fall nicht so weit zu laufen. So sieht's aus. Jawohl, bekämpft euch gegenseitig. So. Hier kann ich gar nichts machen. Ganz schlecht.
Feuerfrei, hätte ich dann gesagt. Feuerfrei. Kann man irgendwie hier die auch wieder wegmachen, diese Zauber? Weil, nein. So dringend habe ich sie nicht nötig. Was ich dringend nötig habe, ist, die auszudünnen. Wollte gerade sagen, ihr seid noch zu zweit. Und ihr schießt mit Pfeilen? Okay. Oh, ich glaube, Geister sind gut gegen die. Ja, sehr gut gegen die. Geister sind die natürlichen Feinde von denen, wie es aussieht. Weil Magieangriff und ja, deren Rückschlag tut nichts. Problematisch. Nicht unbedingt problematisch. Eventuell kommen sie jetzt da an denen vorbei, jawohl. Angriff! Ja, Crits, sowas sehe ich gerne. So. Oh, ihr könnt von da schießen. Oh, der wäre dann weg. Why not? Einer weniger. Die Fähigkeit einsetzen, weil die macht immer mehr Damage. Die macht immer den maximalen Schaden. Oh. Nochmal. Unterstützen wir doch ein bisschen weiter. Jawohl, der dort hinten ist an der Verwirrung gestorben. Und die an den Geistern. War entspannter, als ich gedacht habe. Als ich gesehen habe, dass die Fernkämpfer sind auf einmal, da habe ich schon Angst bekommen. Habe jetzt eigentlich gehofft, dass sie ein Level abbekommen. Weil die echt gut gekämpft haben. Aber tatsächlich war das ziemlich erschwinglich, dieser Kampf, außer in Sachen Magie. Figured I'd see you here, but I didn't expect I'd have to save your necks. What did you do this time? We wanted to awaken the golems so they could protect us. Harvey tried it without a tabula. As you can see, it didn't work out. I shouldn't have bothered. We didn't find anyone, not up there, not here. The voices we heard were a figment of the imagination. Are you sure? My information is that the Mage Factory survivors fled to the mines to hide. Really? Well, that does make sense. There are monsters roaming around the main entrance. I've never seen anything so terrifying. Perhaps they sense the living people inside and are lingering beside the bars like ravenous hounds. Thankfully, they can't enter. Those bars are heavy. I think I can imagine what creatures you're talking about. I'll deal with them. Meanwhile, you'd better leave while the leaving's hot. No way. I came here to find Lindsay, and I'm not going anywhere without her. She might still be here, with the other survivors. Are you heading for the mines? Let's do it together. If you defeat those monsters, I'll open the entrance for you. You can't do it by yourself. If you need help, talk to Harvey. Maybe he can awaken the golems to help you. I'm sure he won't fail a second time. Or Rato here. He knows a passage to the mines that bypasses the main entrance. Handy, right? Very well, Master. Let's search for Lindsay together. Just don't poke your nose into anything unless I say so, okay? Okay. Artisanisches Gold Achievement. Stufenupgrade. Bei den Truppen ändert sich dadurch nichts, aber hier kann ich auf jeden Fall jetzt einen weiteren Punkt. Und dann würde ich natürlich den letzten Punkt in Zauber einstellen.
So, das war auch, glaube ich, notwendig, weil jetzt war noch ein Schloss davor. Als nächstes 15 Punkte hierfür, aber meine Zauberkraft hat sich schon mal gesteigert. Das bedeutet mehr Damage. Okay, wir haben jetzt wieder Optionen. Suche nach Lindsay. Was haben wir für Optionen? Kämpft euch den Weg zum Haupteingang der Minen frei. Nee. Moment, bin ich... Ich bin hier an Didiers Assistent vorbeigelaufen. Moment. Von wo? Von dort oben bin ich gekommen. Ach, ich bin verwirrt. Von da oben bin ich gekommen, oder? Dann war ich da noch gar nicht. Lovenda, vierter Eintrag. Als dann kam die Nacht des Rituals. Duponts Männer brachten einige spezielle Mana-Kristalle, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Ich dachte, es würde eine grandiose Zeremonie geben, mit Gesang und allem drum und dran. Stattdessen begann einer der Neuankömmlinge laut aus seinem Buch vorzulesen. Andere zauberten. Lindsay hörte mit Tränen in den Augen zu. Ihr Gemahl Norman war nicht zugegen. Offenbar hatte sie ihm ihre Beteiligung an der Sache verschwiegen. Und dann begann es. Ein Portal oder ein Riss in der Realität. Ich kenne den korrekten magischen Ausdruck dafür nicht. In meiner Lyrik hätte ich davon geschrieben, dass die Welt verwundet wäre und vor Schmerzen schrie. Ob Dupont das wohl gefallen würde und aus dieser Wunde strömten die Bestien heraus. Ja, das war natürlich dumm von denen. Sehr dumm. Und hier weitere Chroniken. Entschlossen, die untote Bedrohung im Süden auszumerzen, versammelte König Maximus die Zwerge aus Rigan und die Elfen aus Kaer'thaan unter seinem Befehl. Gemeinsam machten sie 300 Schiffe aus laufbereit und segelten nach Nagararija, als die Frühlingsstürme nachgelassen hatten. Die Armeen gingen an der Mündung des Flusses Mahandi an Land. Dieser Fluss war einst ein schnell dahinfließender Strom inmitten von Grasland gewesen. Doch die magischen Feuer des Drachenkrieges hatten nichts als Staub und nackten Fels hinterlassen. Hätte König Maximus nicht auf den Rat der Elfen gehört, Wasservorräte mitzubringen, wäre sein Vorstoß noch nach Nagararija binnen 3 Tagen vorüber gewesen. Dennoch war ein weiteres Vorrücken nicht zu denken, wenn man keine Quellen oder Brunnen zur Versorgung der Truppen finden können würde. Auch das bleibt ein bisschen Erfahrungspunkte. Langsam und mühsam. Was ist das? Ein Brief. Meister Didier, ich schreibe diese Zeilen nieder, falls mein Leben bereits zu Ende ist, ehe wir uns das nächste Mal treffen können. Hier finden erbitterte Kämpfe statt, doch ich bin nicht sicher, wer unser Feind ist. Ich habe die Tafel dem loyalsten aller Bürger überlassen, einem Mann, der mit ganzem Herzen ein Getreuer der Krone ist, dem Stadtbarbier. Er weiß, wo man sie verstecken muss. Ich muss euch darüber in Kenntnis setzen, dass jemand versucht hat, die Tafel zu stehlen. Ich weiß nicht, wer die Tat angeordnet hat. Doch ich habe den Verdacht, dass es sich dabei um artisanische Spione handeln könnte. Ich werde sie bis zu meinem letzten Atemzug verfluchen. Ich hoffe, dass diese Worte euch rechtzeitig erreichen. Ich habe getan, was ich konnte, um die Geheimnisse des Königsreichs zu wahren. Und mein Gewissen ist rein. Mögen sich meine Nachfahren meines Namens erinnern. Euer treuer Diener S. This assistant of his is one smart fellow. I'll have to find the barber's sign. Okay, es gibt so viel zu tun. Das ist ein Beutel Gold, das ist keine Schriftrolle. Wo ist die Schriftrolle? Schriftrolle? Ein weiteres Buch. Teil 5. Das müssen wir ein anderes Mal lesen. Ich habe doch erst gerade Teil 3 gelesen oder so. Hier gibt's Erfahrungspunkte. Hier gibt's ja überall juicy Erfahrungspunkte. Das ist ja ganz nett, aber... 5. Eintrag. Es ist schlimmer als eine Belagerung oder ein Feuer. Viel schlimmer. Die Stadt versank im Okay. Die Leute wurden geschwärzt, einer nach dem anderen. Schreckliche, geflügelte Kreaturen glitten so mühelos wie Vögel durch die Straßen. Die Wachen waren geflohen. Die wenigen tapferen Männer wurden ermordet und ausgesaugt. Nur Lizion
gelang es, inmitten dieses Irrsinns Vernunft und Ehre zu wahren. Der alte Arbeiter der Zaubermanufaktur aktivierte die Wächter-Golems, die sofort damit begannen, die Monster zu bekämpfen. Einige Leute flohen gemeinsam mit Lithion in die Minen, glaube ich. Norman war ebenfalls dabei. Er war wohl gemeinsam mit einigen Handwerkern entkommen. Man sollte den Ort am besten nicht erneut aufsuchen. Die Golems, die den Zugang zu den Minenwörchern, greifen alles und jeden unverzüglich an. Sieht so aus, als hätte Lithion ihren aggressivsten Gehaltensmodus aktiviert. Ja, ich glaube, die haben wir kennengelernt. Diese Golems. Wobei, die wurden... Da drüben ist auf jeden Fall ein Kampfgebiet. Achso, das ist wieder außerhalb. Erinnert euch dran, hier lag Teil... Nein! Oh Gott, das Buch! Ich wollte es lesen. Ach, das Buch ist nur einmal lesbar, das ist ja blöd. Warum wird mir dann hier Teil 5 gezeigt? Schaltstein. Let's continue. Aha. So, dritte Ausgabe. Die zweite habe ich auch noch nicht gesehen. Seit Wochen beginnt gastiert Baron Duponts legendäre Theatergruppe und unsere ruhmreichen Zauber. Die Kompanie führt zahlreiche klassische Meisterwerke auf, etwa Bernard und Eloise oder Prinz Amelet, aber auch einige neue Melodramas dafür. Was ist eure Mission? So fragten wir den Baron. Unsere Mission ist es, jene zu vereinen, die sich nach der Eintracht sehen. Geheimnis. Und nun, dies wird uns wohl zu denken geben. Karten können in unserer Behelfsmenge täglich bei Sonnenuntergang statt. Ein Dreifachsuche, Künste. Eintracht. Die Suche nach der Eintracht. Schalter. Da ist noch ein Schalter. Well, next. Okay. Irgendein Ding. Here is the priceless tabula. Gib Damien die Tafel. Oder ich gebe sie da an. Natürlich geben wir sie Damien. Jetzt hat er schon die ganzen Teile der ganzen Golems hier eingesammelt. Wird die Anarchie weiter frönen. Ich habe gerade Pferde gehört. Kann das sein? Hört sich aber eher wie creepy Totenpferde an. Sechster Eintrag. Ich wollte eigentlich nicht weiterschreiben, doch gestern kam der Tag, an dem ich in den ruinierten Schenken keine Nahrung mehr finden konnte. Was ich jedoch fand, waren diese alten Schriftrollen mit Schaltplänen. Ich werde meine Erzählung auf ihre unbeschriebenen Rückseite fortsetzen, um mich selbst abzulenken. Bohl, Chrysante und einige andere haben sich in Gans versteckt. Der Besitzer selbst ist nicht mehr im Leben. Fragezeichen? Ich habe ihn jedenfalls nicht mehr gesehen. Achso, ist nicht mehr am Leben? Fast niemand konnte Schlaf finden. Einige bewachten den Eingang. Ich sprach die ganze Nacht durch mit Chrysante. Ihr Gesicht ist wunderschön. Das war mir bisher nicht aufgefallen. In der Morgendämmerung stief sie auf meiner Schulter ein. Was nun? Einschlafen heißt wahrscheinlich ewig einschlafen. Wow, was ist hier los? Hey, da geht's rein. Ich will da rein. Das ist creepy. Cooles Gebiet. Richtig, richtig creepy. Na gut. Wir haben die Tafel. Die können wir zurückgeben, auf jeden Fall. Aber... Dass ich hier den fünften Eintrag gefunden habe, ist blöd. Ich habe eigentlich auf was anderes gehofft. So, schauen wir mal. Vor mir ist nichts. Dort oben. Also hier sind Leute. Ah, Harvey. Weißt du was von Lindsay? Need me to awaken the golems? You failed miserably last time and barely escaped death to boot. Why do you think you'll succeed this time? How could I know they'd act up?
We knew both the awakening glyphs and the correct mantra. We did everything right. It was only later that I remembered we also need a tabular of Tinsid Dungeon. A magic circuit connecting spell logoi to awaken the golem's consciousness? It used to have another name. Yeah. With the correct tabula, I could awaken the whole courtyard, no trouble. You'd have an entire golem army. Suppose I agree to this crazy plan of yours. Where do I find the tabula? If only it were that easy. The young and lively golem master Didier and his assistant owned a tabula once. Didier left for Marcella, but the assistant stayed behind. I'd bet my boots he hid the tabula, but I have no idea where. I can't believe it! Moment. The tabula! You found it! I'll let you tinker with it for a while, but I'm going to need it back later. Okay. I only need it for a couple minutes, not to worry. Oh. Plupp. Zwei Golems. Oh, Moment. Ah. Mana, Mana. Mana, Mana. Oh, ist das ein Teleportstein? Juicy 200 Mana. Okay, was mache ich jetzt mit den Golems? You mentioned something about a... Well, what can I do? I tried everything but smashing the tabula over their fat clay heads. Nothing doing. They're out of mana, every one of them. These ones were the last of the batch, so they're a bit more lively. The rest are completely spent. I'm so sorry. I failed you too. One golem is better than no golems. Let's go see what we can do. Ja, eventuell helfen die mir bei einem möglichen Kampf. Achso, da kann ich nicht runter. Dachte, es sieht creepy aus. Was ist hier überall? Loot ist okay. Hier ist... Nothing. Interessanter Ort auf jeden Fall. Und hier haben wir... Das geht sogar noch. Oh, nice. Dann haben wir da vorne... Ja. Verdorbene Einheit. Da gibt es einen Legendenstein. Gegen die kämpfen? Ne. Wobei, habe ich richtig Bock drauf, dann beim neuen Playthrough hier auf den Kampfweg zu gehen. Dann kämpfe ich gegen alles und jeden. Werd aber dann noch eine Kampftruppe haben, die dafür geeignet ist. Aber bevor wir uns mit denen auseinandersetzen, will ich mich hier umschauen. Was gibt's denn hier? Es gibt die Hundis, es gibt Golem. Tatsächlich, das ist ein verdorbener Wächtergolem, oder? Ja, sieht machbar aus, oder? Wobei, ich hatte immer Premium-Einheiten dafür. Ah, hier gibt's auch eine Prüfung des Wahrsages. Ernsthaft? Willst du mich verkohlen? 7. Eintrag. Wir verbrachten die letzten paar Tage in Gans auf dem Dachboden. Wir gingen fast nicht hinaus. Ein stetiges Wehklagen klingt durch die Stadt. Wer ist nur für diese entsetzlichen Geräusche verantwortlich? Die Verwundeten, die Hungernden, die Leeren, diese fliegenden Monster? Bolo zog schließlich los, um nach Vorräten zu suchen, während alle anderen still und verängstigt zurückblieben. Doch einige Stunden später kehrte er tatsächlich mit einem schweren Korb voller Nahrung zurück. Das heiterte uns alle ein wenig auf. Außerdem hatte er einige Dolche aus der Schmiede mitgebracht. Aus Holzabfällen passten wir einige Griffe für sie an. Die Stadt liegt in Ruinen. Wir müssen versuchen, von hier zu fliehen. Natürlich bei Tageslicht und mit äußerster Vorsicht. Chrysante und ich haben wieder bis spät in die Nacht geredet. Es schien mich mit Stärke zu erfüllen. Sie war die ganze Zeit über in meiner Nähe. Okay, also ist sie doch nicht endgültig eingeschlafen. Naja, ist doch immer etwas... Aber, du hättest mich hier mit reinnehmen können. Wahrsager.
Ach dein, am nächsten Tag begaben wir uns in Gruppenstärke zu den Nordtoren. Sie waren von außen mit Runen versiegelt und verbarrikadiert worden. Auf der anderen Seite der Brücke konnten wir ein eilig errichtetes Magierlager ausmachen. Sie sahen uns winken, das weiß ich, aber niemand näherte sich. Wieso? Wollen sie uns einfach hier sterben lassen? Ist ihre Angst so groß, dass sie die Barriere nicht einmal für wenige Sekunden aufheben könnten? Wir begannen zu rufen und zogen damit die Aufmerksamkeit einiger Wachen, ehemaliger Wachen, auf uns. Sie waren bewaffnet und gepanzert wie normale Wachen, doch ihre Gesichter waren schwarz und ihre Körper waren mit etwas bedeckt, das aussah wie Asche. Staub? Schuppen? Sie sind nicht von dieser Welt. Auch eine fliegende Kreatur schloss sich ihnen sogleich an. Ich griff nach Chrysanthes Hand und rannte mit ihr davon. Was aus den anderen wurde, weiß ich nicht. Wir versteckten uns in einer der Schmieden. Gegen Morgen konnte ich eine Art Schlaf finden. Wurde jedoch von Albträumen geplagt. Alles ist hier von frischer Asche bedeckt, doch nichts scheint zu brennen. Okay. Mit dir rede ich dann gleich noch. Jetzt schaue ich mir hier selbstständig um. Da ist ein Stein. Die Karte von Antara. Did it work? We will see, wenn wir die anderen Platten finden. Vermutlich. Alles anschauen. Alles suchen, alles anschauen. Keine Platte zu sehen. So einfach sind sie anscheinend nicht versteckt. Neunter Eintrag. Wir hatten es zuerst nicht bemerkt, doch Chrysanthe war verwundet worden. Ein Tentakel hat ihre Schulter gestreift. Sie ist sehr blass. Sie kann nichts tun, außer still dazuliegen. Die Stelle, an der sie gestreift wurde, ist dunkel, wie ein Bluterguss. Gegen Abend begann sie zu fiebern. Ich kann ihre Schmerzen nicht lindern. Ich bastelte ihr aus Metallschrott eine Blume und gab sie ihr. Sie blickte mich mit ungeheurer Zärtlichkeit an. Wieso konnten wir uns nicht eher treffen? Oder an einem anderen Ort? Wieso in der verdammten Zaubermanufaktur? Wir versteckten uns eine Nacht und einen Tag lang in der Schmiede. Ich durchsuchte alle Ecken und Winkel und fand eine kleine Flasche Schnaps. Ich dachte, er würde ihr dabei helfen, Schlaf zu finden oder ihre Schmerzen zu lindern. Doch als ich sie so auf der Pritsche liegen sah, verstand ich schließlich. Sie streckte sich nach mir, doch ihre Augen waren inhaltslos, wie Löcher voller Leere. Ich hatte keine Wahl. Tragisch. Da ist sie zu einem Monster geworden, zu einem Zombie der Leere. Jetzt dachte ich, die Untoten sind eine coole Fraktion. Jetzt gibt's die Leere, die noch cooler ist. Beziehungsweise auch so ähnlich. Die macht auch Zombies aus. Angegriffenen. Oh, das ist schon eher ein Talisman nach meinem Geschmack. Talisman, Wind und Feuer. Naja. Kann es wissen. Schaden von Feuer. Ich habe bisher noch kein einziges Item für mein Pferd bekommen. Was ist denn das? Finde ich ein bisschen schade. Er kann es wissen. 8. Ich brauche noch 20. Na gut, ich habe hier einiges erkundet. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal würden wir die Prüfung Lissa angehen. Das wird bestimmt wieder eine große Herausforderung. Und dann suchen wir nach einem anderen Eingang in die Minen. Na gut, dann vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.